Guten Tag, der Uwe aus Thailand. So, es geht wirklich los. Und zwar wird jetzt die Stützmauer, der Damm wird neu gebaut. Wir haben jemanden gefunden, der hier arbeiten will. Aber hat er gesagt, die Hunde bleiben im Haus. Er hat Angst vor die Rottweiler. Okay, gut, lassen die Hunde drin, ist klar. Wir machen das jetzt so, oder er macht es ja so. Ich mache es ja nicht mehr. Porn darf auch nicht arbeiten. Warum darf Porn jetzt nicht arbeiten? Ja, sag ruhig. Was ist passiert? Rückenschmerzen. Sie war gestern beim Arzt gewesen und sie hat Rückenschmerzen da. Spritze bekommen hier und so. Und ich sage immer schon, sie arbeitet viel zu viel und sie muss kürzer treten. Sie wollte schon wieder hier helfen, ne? Ja, komm her, Zement machen. Ich musste echt einen auf die Finger hauen, du echt, dass sie dann da keinen Dummheit wieder macht, ne? Na gut, also, wir machen jetzt so. Der junge Mann macht so. Fundament wird jetzt noch gemacht. Mhm. Die zwei Ständer da rein. Mhm. Mach mal die Ständer filmen hier. Die Ständerle da. Die großen Ständerle. Mhm. Also den rein. Da ist noch einer drin hier. Da ist noch einer rein. Ja, nang ba. Au ok. Boah, man kann doch nicht sagen, wie geil. Ja, gut, klar, da kann man keine Rücksicht darauf nehmen. Man kann wie geil, oder? Au, auch, Leute. Die muss weg. Ja. Sag mir doch. Sag mir. Leih doch. Egal, weg damit. Weg ist weg. So. Ja, nein. Kann man mit Herz oder was? Man kann wie geil, oder? Wo bin ich? Man leih. So. So, also, weiter geht's. Diese er mag nach hinten putzen. Die alten Steine, die kommen weg. Und zwar werden wir die verwenden hinterm Hundezwinger. Da haben wir so ein Regenloch da, wo das ganze Regen auch immer da sich staut, auch von dem Kanal da, ne, was so viel wegspült, auch Erde. Da werden wir da mal die Steine hinlegen als, ja, als Schutz, ne, dass nicht so viel Erde weggespült wird. Das kommt dann da hinten hin. So, also Ständer ist drin. Er hat sogar schon eine Schnur gespannt hier, um die Ständer hier zu machen. Profi, nicht meine Frage. Nicht wie Porn, aber das ist ja auch egal. Guckt ja keiner hin. So, dann wird dann hier in die Beton, kommt also jetzt Eisen rein. So Eisen kommt dann hier quer, wird hier noch rein jetzt gebohrt, dass hier dann Eisen kommt zum Stabilisieren. Wir nehmen die roten Steine. Die roten Steine, die kommen hin. Hm. Ja, einer sagt so, einer sagt so. Und er sagt hier zum Beispiel, die roten Steine, die sind gut, die kannst du gut nehmen. Und auch mit dem Kanal, was wir dann da ja auch noch machen. Also dieser Kanal mit dem U, halbrunden Rohren, das wird ja hier verlängert. Und da sagt der Baumeister hier, eine super Idee, dann hält das auch mit der Mauer jetzt. Ne? Also, ja, ich zeig mal. Also, diese roten Steine, die kommen hin. Ja. Er sagt also, die sind gut, die kannst du nehmen und das hält, sagt er. Ja klar, ja, hier, Leute sagen, ja, mach doch hier voll mit Beton hier, ne, die ganze Mauer wegmachen hier und dann voll bis vorne hin mit Schalung machen und dann mit Beton machen. Ich schätze, das sind ungefähr 50 Meter, ne? Aber wenn ich das Ganze jetzt abreiße hier, diese ganze alte Wand hier, okay, das ist ja eingestürzt hier. Und ab hier hat ja sowieso Papa schon die Mauer hochgezogen. Da, ne? Also das ist ja auch schon neu. Wenn ich das alles jetzt wieder abreiße und das mit einer Schalung mache und mit Beton voll mache, ja, das würde auch gehen, das ist klar. Aber was kostet das wieder? Und muss das denn sein, wieder weiß, ne? Arbeitslohn ist so günstig hier, ne? Wenn es mal wieder kaputt geht, ne? Also ich weiß nicht, ne? Ich habe gesagt, nein, komm, das fangen wir jetzt gar nicht an. Also er nimmt jetzt hier für diese Arbeit hier
das Stück jetzt wieder hochmauern da mit Fundament machen. Es war ja auch kein Fundament runter. Ne? Es war kein Fundament runter, es war kein Eisen drin. Und da sagt er, klar, das hat natürlich einstürzt, ne? Sagt er hier. Ne? Ist auch schon ein bisschen älter hier, ein bisschen Erfahrung hatte auch dann da schon hier mit dem Teilarbeiten hier. Sagt er, klar, dass das nicht hält. Ne? Ja gut. Also machen wir es dann so mit Fundament jetzt und mit Eisen rein. Und dann hält das dann auch. Ne? Also diese Eisenkolonne rein hier, ne? Diese hier. Was ist das? 6 mm, ne? 6 mm Stahl. Im Ständer rein, ne? Also ich muss vorstellen, hier in dem Ständer rein, bohren. Und dann macht das Eisen so gut lang raus, ne? Oder was? Und dann mit Zement, Mauer, als Abstützung dann hier so, ne? Oh, war mal leid, jo. Ja. Da war nichts drin, ne? Da war nichts drin, kein Eisen hier in dem Ständer hier drin. Die Steine waren nur so dran gemauert. Das ist klar, dass das nicht hält. Das ist ja ganz klar. Ne? So. Und wenn da hier diese Eisen jetzt hinkommen hier, ne? Ich muss denken, so wie hier, ne? Die Eisen werden dann hier noch rein jetzt gebohrt. Zack, zack, und dann geht das hier so raus. Und das gibt das dann hier von der Mauer auch die Stabilität hier. Ne? Und Fundament natürlich rein unten, ne? Dass sie schön im Zement liegen dann. Und sonst wird das nichts. Ne? So. Guck mal, diese Steine hier, die sind so, die kannst du so abbrechen hier. Ne? Die sind so, also die sind für Gewässer, also absolut nicht geeignet. Ne? Die kannst du nicht nehmen dafür. Deswegen nehme ich dann die roten und dann passt das. Na, Porn, juckt es dir schon wieder in die Finger? Heute nicht. Heute nicht, ne? Hast Schmerzen, ne? Er arbeitet gut, ne? Und dann vor allen Dingen muss ich denken, hier mit 500 Watt, ne? Er kommt vom Akku. Ja. Und für 500 Watt Menschenskinder, wer soll denn dafür arbeiten? Also ich bestimmt nicht mehr und Porn sagt, ich soll dafür auch nicht arbeiten, ne? Ich denke mal, er wird sowieso, ja gut, das muss trocknen dann. 2 Tage wird er schon jetzt dabei sitzen. Und dann, mein Gott, 500 Watt, was soll das denn, ne? Also. Ach so, morgen kommt er nicht, ne? Sagt er. Morgen kommt er nicht, weil ich habe vor ein paar Tagen habe ich ja das Video reingestellt hier von wegen mit den Pilze. Und er geht jetzt auch in die Pilze zum Pilze suchen. Morgen. Ne? Gob auch. Gob. Frosch. Frosch auch. Hat er dann gleich mal einen Tag Urlaub angemeldet schon. Das ist toll. Einen Tag kommen, einen Tag Urlaub machen. Ja gut, egal. Da sind wir tolerant. Ne? Muss eh trocknen, ist ja klar. Muss eh trocknen dann hier. Ne? Da dann erstmal da hier die Ständer vernünftig dann fest hat. Ja. So, und die, wo das jetzt noch nicht so ganz verfolgt haben hier mit unserem Kanal. Mit unserem Kanal doppeldeutig, ne? Also mein YouTube-Kanal und diesen Kanal hier. Dieser Kanal, der nimmt ja das ganze Wasser auf hier, was vom Hang hier so runterläuft. Ne, was zum Hang, wir haben alles hier schräglagig, ne? Das läuft alles dann in den Kanal rein und der Kanal geht nach hinten in den ersten Teich rein. Und dieser Kanal, den haben wir hier gestoppt, oder hier war praktisch jetzt der Anfang hier. Den haben wir gemacht, der ist jetzt 2 Jahre, ne? Muss da auch schon sein, ne? Ja. So, und der wird jetzt verlängert. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter hier. Düpp, 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 düpp. An der Wand lang hier, so, an der Wand lang, Porn läuft davor, weiter, 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 so, bis dahin machen wir dann den Kanal, dann kann das dann von dort aus dann wieder schön hier runterlaufen in den Kanal rein und das passt dann. Das heißt, das Wasser wird ja jetzt nicht mehr,
Ne? Nur es kann dann jetzt vernünftig schön sauber ablaufen in den Kanal wieder rein. Und der Kanal ist ausreichend von der Tragkraft, wie sagt man, von der Größe her, ne? Dass der hier die Wassermassen schlucken kann. Ne? Oh, was ich auch noch sagen muss, ist unbedingt, wenn hier einer ein Arbeiter kommt, die haben also meist überhaupt gar kein Arbeitsgerät dabei. Ne? Du musst also dann schon hier dein eigenes Arbeitsgerät dann zur Verfügung stellen. Sprich also Flex, Bohrmaschine, Verlängerung, Hammer, Wasserwaage hat er gehabt. Wasserwaage hatte er jetzt gehabt. Handschuhe hat er auch keiner gehabt, der arme Kerl. Habe ich ihm erst ein paar schöne Handschuhe gegeben hier. Und dann kann er dann hier arbeiten. Also wenn ihr dann Auftrag gebt, immer dran denken, die kommen meist mit nichts, ne? Nur ihre Arbeitskraft. Ne? Jetzt gucken wir nach hinten mal, pass mal auf. Und das ist jetzt der Kanal hier, der Canale Grande. Läuft also hier weiter ums Haus rum. Also der schluckt das ganze Wasser, ne? Der schluckt das ganze Wasser, schluckt er. Unter meine Brücke durch hier, ja, die hält noch einwandfrei, die Brücke hier, ne? Guck mal da, die Brücke hier, ja. Die hält. So, jetzt geht es dann hier in den Teich rein. So, von da kommt er dann da. Läuft dann hier runter in den Teich rein. Man könnte hier auch noch mal so eine Rinne noch mal machen, dass das Wasser hier nicht die ganze Erde hier noch mal wegspült hier. Ne? Vielleicht, dass man da auch noch mal mit Beton arbeitet. Na gut, aber ich wollte was anderes zeigen. Ich wollte zeigen, guck mal, den Dschungel mal machen hier, wie viel Wasser der Regen jetzt gebracht hat. Ne? Jetzt guck dir mal das an. Sieht man? Im Vergleich dazu würde ich mal sagen, schaut euch mal das Video an von dem Schneckensammeln. Vom Schneckensammeln. Als die Schwiegereltern hier waren und haben die Schnecken mitgesammelt. Wie viel Regen jetzt gekommen ist. Ne? Deswegen war auch die Mauer weg. Wir hatten also jetzt zwei starke Regen jetzt gehabt. Wir hatten schon mal ein bisschen anders Regen schon gehabt. Da schöner Landregen, das war auch schön. Aber jetzt dieses Unwetter. Hatten wir zwei Stück gehabt. Ne? Wie viel Wasser das jetzt gebracht hat? Ne? Also, Teich 1. Ich glaube, wenn wir noch einen so richtigen Regen haben, dann ist der schon wieder voll. Ne? Mit dreimal Unwetter. Ne? Dann ist das Ding schon wieder voll. Ne? Aber nicht nur hier vorne. Auch unten im Teich 2. Der da. Warte, ich geh mal runter. Ich geh mal runter. So, Teich 2. Im Vergleich, das Schneckenvideo mal anschauen, wie viel Wasser da runterkommt. Ne? Bei uns. Wie schnell dann der Teich wieder voll ist. Ne? Was da hier für Wassermassen runterkommen. Seerosen, oh, was schön, oh, was schön, oh. Oh, was schöne Seerosen, oh. Ja, die sind genau, die sind aus dem Teich da hinten raus, wo wir schon mal waren. Mit Geboot fahren. Da hat Papa auch ein paar Seerosen mitgehen lassen. Ja. So. Also, ne? So viel Wasser kommt. Und der Teich 2 bekommt sein Wasser erste Mal hier durch diesen Kanal. Da habe ich hier auch schon einen Kanal gelegt. Zack, 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 der geht bis vorne hin. So, bis vorne hin, bis hier hin geht er. Bei dem neuen Wassertank. Und das Wasser, alles was von oben kommt, was also hier von der Einfahrt kommt, was da sich sammelt hier, ein bisschen geht es auch noch hier vorne rein, ein bisschen geht auch noch hier vorne rein. Also alles das, was hier runterkommt, hier alles hier. Ne? Das fällt durch das jetzt Gefälle hier so automatisch hier rein in dem Kanal. Ne?
Passt. Hier läuft nichts rein, ne? Hier läuft nichts rein. Und jetzt Garage hier, ne? Hier läuft nichts rein. Sind wir vorne jetzt an der Straße. So, und da habe ich das so gemacht, dass was hier runterkommt, was hier so, wie so läuft, ne, was hier so runterkommt, das läuft hier rein. Da habe ich einen Kanal schon rein. Kann man das sehen? Nee, ne? Kann man gar nicht sehen, oder? Da habe ich so ein Rohr gemacht hier. Da. Ja. Da ist ein Rohr drin hier. Und das geht. Hier habe ich auch nochmal ein Loch rein. Hier auch nochmal ein Loch drin. So. Das Rohr unterhalb von dem Tor lang hier. Kommt dann da wieder raus. So. Ja. Läuft dann da so lang, dann da irgendwo geht es im Garten wieder rein, in die Straße rein, scheiße. Ja, so weg. Aber man kann sehen, dass nicht alles in das Rohr reinläuft. Man sieht also hier, da kommt noch ein bisschen kommt hier noch rein. Das habe ich auch dann schon auf dem Video mal drauf gehabt. Ne? Das hier, also ein Stückchen kommt hier noch rein. Hier, ne? Aber das läuft, man kann das richtig sehen hier vom Schmutz her. Ne? Das läuft dann hier lang und geht dann hier in den Garten rein. Hier. Ne? Und das so verfolgt hier. Da geht's rein hier. Ist das auch nicht schlimm, ne? Also nochmal zur Orientierung. Da ist das Gartentor, wo wir eben rein waren hier. Eingangstor. Das ist ja also praktisch jetzt alles zu hier, ne? Also von der Straße kommt also da kein Wasser hier mehr rein. Das ist wirklich alles nur Wasser, was bei uns hier auf dem Grundstück vom Regen niederprasselt. Das dann hier so schön tapfer runterläuft. Und das muss jetzt weg, ne? Also. Ja, ist ein großes Grundstück, ne? Aber dass ihr mal so einen kleinen Überblick hat, mal ein bisschen, ne? So, ich habe jetzt so erklärt, glaube ich, dass man es verstehen kann, wie das Grundstück so jetzt läuft hier. Sind wir hier wieder an der Mauer, was ich arbeitet. So, und das ist das Stück hier, was Papa schon jetzt gemacht hat. Und die Mauer ist sowieso doppelt hier, guck mal. Die ist eh doppelt hier. Ne? Also jetzt hier noch die alte hier. Die alte. Und Papa hat hier noch eine neue gezogen. Eine neue gezogen. Hoch, hoch, hoch. Mit neue Ständelereien hier. Neue Ständelereien. Mit Eisen drin. Ne? Mit Fundament drunter. Also das Stück hält. Das Stück, das hält. Ne? Da geht nichts mehr weg. Ne? Wie gesagt, wenn dann hier der Kanal jetzt hinkommt, hier bis hier hin, guck, das ist hier oben, 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 alles hier hoch, 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 hier geht es runter. So, dann sammelt sich es hier hinten hin. Verstanden? Ja, ne? Und sonst guckt es euch nochmal an, nochmal von vorne angucken. So sieht das anfangs jetzt aus. Das heißt, er macht eine Doppelreihe hin. Oh, habe ich ihm gar nicht gesagt. Habe ich ihm jetzt gar nicht gesagt. Aber der Mann ist intelligent. Der nimmt dann zwei Reihen. Eine Doppelreihe. Mhm. Okay, gut. Fängt er erstmal an mit der Doppelreihe machen. Ja, okay, gut. Das ist mir auch recht. Gut, wenn es da nicht reicht mit den Steinen, dann hole ich halt noch welche. Ne? Das ist ja dann kein Problem. Ne? Ich habe mit einer Reihe habe ich jetzt gerechnet, statt mit zwei Reihen. Naja, ist egal. Dann hole ich nochmal welche. Ein Stein, zwei Bad, sagst du, ne? Ein Bad 50. Ein Bad 50? Nee, 80 Satang. 80. Ein Stein, ein Bad 80 Satang. Ja, Satang. Aha, okay. Aber in Sanko zwei Bad. Ja. Hat mir nämlich jemand jetzt geschrieben. Oh, pardon. Ich stehe dumm rum hier. Auch schön. Hat mir jemand geschrieben, vor ein paar Jahren kostete noch ein roter Stein ein Bad. Ja, richtig. Ja, richtig, ja. Diese also, wie hat gekauft, 4 Bad 50, ja. Jetzt 5 Bad 50, jetzt 6 Bad. 6 Bad schon, dann 6 Bad, andere Shop 6 Bad, 80, 6 Bad, 80 Satang. Wo kommt denn die ganze Preissteigerung her?
Ist das richtig? Ist alles teurer wird hier? 6 Baht, ne? 6 Baht? Mensch, wenn's Kinder dort. Ist ja also echt so. Da bist du arm hier, wenn du jetzt ein Haus baust, du. Hinter Preise hier. Das sind jetzt die Eisen hier, die da reinkommen. Ja, das gibt dann die Verbindung, die Stabilität. Wenn du das jetzt auf jeder Reihe jetzt reinmachst, so ein Eisen, ja, dann hast du schon Stabilität drin. So, und dann die nächste Reihe oben drauf. Einfach wie Bumsen. Ja, Spaßi. Was hast du denn da schon wieder gehört hier? Spaßi und? Dann starb sie. Ja. Dann starb sie. Ich denke mir... Er sagt schon, er hat kein Zement mehr, weil er macht eine ziemlich strenge Mischung hier, ne? Ziemlich fett. Macht er hier Mischung, der hat schon 2 Sack Zement weg hier. Na ja, gut, für Fundament machen da und so. Kein Problem, ich fahr los, ich hole noch was, ne? Das kann ich machen. Kann ich noch ein paar Steine hinten reinhauen in die Pickup da. Das ist nicht das Problem, ne? Hauptsache, das Teil hält und heute kommt kein Regen. Aber sieht gut aus, ne? Oh, schwül ist doch, leck mir mal Arsch wieder. Wir waren gerade eben mit der Hunde mal eine kleine Runde laufen, da hinten jetzt zum Teich 3 dahin. Du. Alleine nur das Hoch- und Runterlaufen, du bist schon patschnass von. Ne? So heiß mit 38 Grad und die Luftfeuchtigkeit ist so extrem hoch. Jetzt bin ich gerade aus dem Haus raus. Jetzt ist es trocken, aber leck mir mal Arsch, bis zum Schwitzen. Du. Na gut, er hat aber heute auch einen Schattenplatz hier, ist gar nicht mal so schlecht zum Arbeiten. Für ihn, also wir... Nee, machen wir nicht. 500 Watt. Scheiß drauf. Also ich würde sagen, ich fahre nochmal los. Ne, wir machen erstmal Mittagessen. Mhm. Und dann fahren wir los zum Steinen holen und Zement. Ne? Frauchen? Ja. Sind nicht mit dem Grupp? Ja. Also gut. Weiter geht's. Allein. Was hast du gerade gesagt? Er hat gesagt, wenn... Machen nicht gut, dann muss man kommen vor die Parallelen noch einmal. Dann hier, ich bin nicht fertig. Aha, also hast du gesagt, mit Garantie. Ja. Das ist schön, deswegen machen wir auch die doppelte Reihe. Ja, das passiert. Ist so gut, nicht passiert, nein. Die Siemens kann nicht so teuer. Gut, ich habe natürlich jetzt mit einer Reihe gerechnet. Und ja gut, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ne? Dann holen wir halt nochmal 300 Stück, egal. Ne? Das ist nicht das Thema. Er hat gesagt, schon gut. Die unten hier haben schon gut sein. Du, mir gefällt das soweit ganz gut. Er soll ruhig hoch machen. Dann nehmen wir die Steine bis oben hin. Gefällt mir ganz, ganz gut so. Muss ich sagen. Ne? In diesem Style hier so drin. Gefällt mir ganz, ganz gut so. Ne? Würde ich sagen. Mehr. Gut, Zement habe ich noch 2 Sack. Egal, brauche ich immer wieder. Mehr holen. So sieht jetzt die Temperatur aus. Ja, das sind jetzt so knapp. Na. Warum ist hier? Ja, 38 Grad, ne? Da kann man doch schön arbeiten.
Aber ich nicht, die Uhr macht da nichts mehr hier bei 38 Grad. Temperatur, Zeit kurz vor 3. Schön. So, haben wir noch ein paar Steine noch geholt. Dass der gute Mann hier schön hier weiterarbeiten kann bei 38 Grad. Natürlich schön mit langer Hose und mit Pullover. So sieht das jetzt aus, Doppelreihe. Riecht heute noch fertig, du, hm? Könnte man fast annehmen, dass es heute noch fertig macht, ey. Also wie es so jetzt wohl so sein soll, sagt Born, dass die Reihe hier so bleibt, bis zu der Erde da. Und dann machen sie obendrauf doch den grauen Stein, sagt der Chef. Ich mache obendrauf den grauen Stein, das sei dann gut. Na gut, wenn der Chef das da so sagt, ich bin ja kein Maurer. Aber auf jeden Fall gerade hier, wo der ganze Schmutz da so reinläuft hier, ne? Hier runter, dahin, da. Da schon mal. Und wir haben auf jeden Fall Glück, heute hat es nicht geregnet. Ja. Riecht heute noch fertig, du. Auch gut, oder? Und wir haben auch mal eine Schnur dran. Wo gibt es denn sowas hier in Thailand? Hey, guck mal, hat eine Schnur dran gemacht. Ja. Gelder klutscht. Gut. Frau Baumeisterin, juckt es dir in den Fingern? Nein. Möchtest du gerne mitarbeiten? Nein. Nein, Porn arbeitet heute nicht. Schau, das sieht man daran. Sie hat heute ihr Schlappen an, keine Gummistiefel. Guck mal, die Handschuhe. Ja. Schon kaputt, nicht gute Qualität vom Deutschen. Das kann überhaupt nicht sein, ja. Das sind die besten Handschuhe der Welt, die er da hat. Das sind die besten Handschuhe. Na, müde, lauwang du. Also müde, lauwang du. Wo denkst du? Wo? Oh, oben. Wieso hast du oben kaputt? Oh. Er hat die oben kaputt. Ja, ich glaube, Fläche Hand ist okay. Da ist wohl Schutz drauf, aber da oben drauf. Aber nun, wir wollten ja die Mauer anschauen, nicht seine Handschuhe hier. Deutsche Qualität. Form. Du, das sind die Original-Daimler-Arbeitshandschuhe. Sind echt Original-Daimler-Arbeitshandschuhe. Habe ich mir nochmal nachgekauft. Und die sind normalerweise sind die gut, ne? So, also die Mauer schmeißt jetzt so schnell kein Wasser mehr um. Würde ich mal so behaupten. Und jetzt geht es noch darum, um die Höhe, wie hoch wir das jetzt machen. Na, gucken, wie viele Steine wir noch übrig haben. Diese wenig gut, aber guck mal, ich habe gemacht. Du hast gemacht? Nee, ich habe nicht gemacht. Ich habe gesagt, heute nichts arbeiten. Ich habe keine Handschuhe. Und hast keine Gummistiefel an. Und das heißt, ist nur Hobby heute? Nein. Ich sage, die Frau Echte, die kann wirklich ohne Arbeit kann die nicht mehr sein. Steine kloppen. Ist das dann schön? Nee, vom Qualität, nee, vom so hart. Because wenn Wasser oder die Tor kommen, ja. Lange Tor kommen, dann mehr Stange. Meinst du, ist dann mehr Qualität? Er hat gesagt, was also. Wenn der Chef das sagt, dann wird das wohl stimmen da. Ja. Na gut, aber bisher haben die jetzt ja bestellt noch die Uhrrohre. Gucken, wann die kommen. Kommt er dann auch zum Arbeiten für die Uhrrohre? Ich frage, wie viel kostet. Ja. Wenn so teuer, wie kann ich? Ah.
Preis ist mir ehrlich gesagt wirklich scheißegal, weil ich trage die Dinger nämlich bestimmt nicht und du auch nicht. Nee. Und du auch nicht. Hallo? Mit deinem Rücken. Nee, ich bezahle nur 100 Watt. Er sieht mehr dann nach mir. Ach so, die, wo dann hier... Ja. Jede Person. Ja, die, wo liefern dann, ne? Ganz ja. Genau. Die Dinger sind so schwer, aber bestimmt 51 Kilo. 60, also, 70, ja. 100. Sau schwer, sau schwer. Ja. Porn legt den Hammer weg. Ja? Wenn du was zum Spielen haben willst, ich... Ja, Spaßi. Ja. Ja. Aber ich hätte gedacht, er braucht 2 Tage, aber er kriegt das heute noch fertig. Doch. Schön. Gut, auf jeden Fall, wenn jetzt noch mal regnet, es bleibt auf jeden Fall da. Es kommt nicht mehr raus. Ne? Aber sieht gut aus, heute aus. Nein, keiner von uns. Nee, ne? Glück gehabt. Die 3 kleinen Racker sind wieder draußen. Das heißt, genau, er ist weg. Feierabend. 5 Uhr haben wir jetzt, seit Feierabend jetzt gemacht. Obwohl, jetzt ist ja eigentlich angenehme Temperatur, war. Ja gut, also. Zement sei alle, meint er, und er kommt am Mittwoch wieder. Also gut. Auf jeden Fall, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das erstmal hält. Na? So, da ist nicht fertig geworden. Schnur hängt sogar noch dran hier, die Schnur. Oh. Steine, glaube ich, kaufen noch ein paar Steine nochmal. Na? Und den Kanal will er auch legen, sagt er. Dann hier in den Kanal legt er auch noch. Da runter. Hat er es gut gemacht? Hat er gut gemacht, Adolf? Hast geguckt? Hast gecheckt? Hallo, nicht warten, Leute, kommen vor Arbeit oder was? Was soll ich sagen? Das Typische wieder. Er wollte ja am Samstag einen Tag frei haben. Und jetzt ist Dienstag. Er ist immer noch nicht da. Es hieß dann wieder, ja, ich habe keine Zeit, ich komme morgen. Natürlich kam er nicht, ist ja klar. Und jetzt heißt es im Wetter, Dienstag, Mittwoch ist noch trocken und ab Donnerstag kommt eine Woche lang Regenwahrscheinlichkeit 70%, 80%. So, kommt der morgen? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Also, dann warte ich jetzt nicht, ich mache meinen Scheiß wieder alleine. Also, besser ist das. Es ist wirklich zum Kotzen. Wo kriegst du in Thailand zuverlässiges Personal her? Es ist nicht machbar. Es ist wirklich also. Ich sag schon, also, wenn wir den Kanal hier machen, braucht der Typ auch nicht mehr kommen. Nein. Dann machen wir es lieber anders. Dann hole ich lieber den Schwager oder gebe ihm Geld für Benzin. Dann kann er herkommen von Bungarn. Und dann schafft er hier, kriegt dann noch Kost und Logis noch frei, kriegt noch sein Geld dabei. Ich zahle lieber Benzin, aber dann sind die Leute hier und die arbeiten auch da. Ne? Jetzt kann ich hier wieder arbeiten bei 38 Grad. Ja geil, ich bin begeistert. Ich muss arbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir dem Mann zu wenig Geld gegeben hätten. Normal sind ja hier 400 Watt am Tag. Porn gibt schon 500 Watt. Wasserfrei. Die Hunde waren den ganzen Tag... Gib Essen auch so. Essen, trinken frei. Hunde waren den ganzen Tag im Haus drin. Braucht also keine Angst haben da.
Da muss ich pusten hier beim Zement machen. Ey. 38 Grad. Also, es war alles gegeben. Geld, pünktlich bezahlt, natürlich. Essen, trinken frei, Hunde drin. Kaffee, Kuchen. Du hast ihn zu sehr verwöhnt, das ist alles. Ja. Echt, der hat einen dicken Ranzen jetzt. Und dann sagt er, nee, komm, ich kann da nie mehr arbeiten. Ja, jetzt stehst du dann hier und musst selber wieder arbeiten. Zum Kotzen. Ja gut, komm, wir machen das schön fertig. Ich muss ein Diät. Diät? Ich kriege eher noch einen Herzinfarkt hier, ja? Ich sag dir ehrlich, ey. Ja, von wegen Diät, dann brauche ich keine mehr. Ja? Ach so, Porn hat ja auch noch Kreuzschmerzen. Die war ja schon beim Arzt gewesen. Spritze rein, wegen Rückenschmerzen. Ob die schon Bandscheibenvorfall hat, ich weiß auch nicht. Das arme Kind hier. Muss die ganzen Scheiß echt alleine machen hier. Da leck mir, Menschenskinder. Na ja gut. Wie sagte immer jetzt meine Mutter, Uwe, du schaffst das schon. Ja. Ja. Arbeiten. Hä? Arbeiten. Arbeiten. Ja, Chef. Ja, Chefin. Ich mach nur so viel Laber, dass ich nicht so viel arbeiten muss. Schöne Mischung. Kann man so lassen. Jetzt geschwind. Die Frau lacht. Guck mal. Dreh mal die Kamera um und guck, wie du lachst. Hm. Also echt schlimm. Na gut. Machen wir ihn jetzt. Zack, zack. Zügig. Zack, zack, zügig. Jungs, einfacher wie Bumsen. Das machen wir geschwind dem fertig in 5 Minuten. Braucht der gar nicht mehr kommen. Der hält. Machen alles alleine jetzt. Ja. Bin ich böse. So, schon wieder böse jetzt hier. Ich mache da nochmal ein Video drüber. Ich glaube schon. Ja, echt. Ja, hier drüber, ja, ist ja klar. Seht ihr schon. Aber über das andere Thema. Arbeiter in Thailand. Ich werde bekloppt. Na gut, auf jeden Fall. Das kriegen wir wohl fertig heute noch. Aber Maisuai. Das spielt keine Rolle. So sauber hat er auch nicht gearbeitet, wo ich das jetzt gesehen habe hier. Aber ist egal, das sieht hier sowieso kein Mensch. Das sieht hier kein Mensch. Hier vorne dran ist alles voller Sträucher. Und dahinter kommt sowieso wieder der jetzt Kanal hin und dann kommt die Bananen hin oder was. Also, Schönheit spielt keine Rolle. Hauptsache, der Teil hält. So, fertig. Gut. Wie soll ich hier arbeiten? Guck mal hier. Dicken Hunde hier. Da steht der Ventilator. Wie soll ich hier arbeiten? Sogar die Hunde ist viel zu warm. Das nehmen wir normal. 38 Grad und der Uwe ist am Mauern hier. Ich werde bekloppt. So, weil der faule Sack da. Ich denke mir auch, der faule Sack hat bestimmt gesagt, mir ist zu heiß, ich komme nicht zum Arbeiten. Das wird es gewesen sein. Ja? Bestimmt, ich schwöre. Ich sage bestimmt, ich komme zum Arbeiten, ich bin viel zu warm. Klar. Nee. Kira, du wirst voller Zement hier. Schlimm, guck mal. Nein, Hund weg. Man geht hier. Ja, schön mit Ventilator. Fertig. Wie lange? Jetzt ist 11:30. Wann sind wir angefangen? Um 9, ne? Um 9. Wunderbar! So. Das hält jetzt 100 Jahre. Ich gebe Garantie. Ich gebe 100 Jahre lang Garantie auf Durchrosten.
Man sieht einen Unterschied, ne? Das hat Porn gemacht. Das hat der Uwe gemacht. Egal, hält. Oh mein Gott. Meine Liebhaberhände. Eine Runde Mitleid bitte. Oh. So muss ich arbeiten. So muss ich arbeiten. Meine Liebhaberhände. Nun guck dir mal das an hier. Ich werde bekloppt. So Jungs. Das war's für heute. Ich gehe erstmal in den Pool. 38 Grad. Du wirst bekloppt. Also wirklich. Arbeitet nicht so eine Arbeit, wenn ihr in Thailand seid und es ist 38 Grad und es ist so schwül. Ihr kriegt einen Herzinfarkt. Ich war auch schon kurz davor. Ehrlich war, mir wurde schon ganz schwindelig. Schwindelig vom Arbeiten. Muss mir erstmal hinlegen. Echt wahr, wirklich. Es ist zu heiß. Es ist einfach zu heiß, da zu arbeiten. Aber gut, wir haben es fertig jetzt. Und immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand. Und jetzt tauche ich ab. Tschüssle. ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเวอร์ค่ะชื่อสเลย์ชื่อสเลย์